Für beide Trainer heißt es Abschied nehmen. Sowohl für Leo Haas-Burghausen als auch für Andy Puma Pippins-Ried ist es unter den Augen von rund 650 Fans und dazu zahlreicher Burghausener Zweitliga-Aufstiegshelden von 2002, die zum 20-jährigen Jubiläum eingeladen waren, der letzte Auftritt mit ihrer jeweiligen Mannschaft. Sportlich geht es zwar um nichts mehr, aber vielleicht sorgen die Unstimmigkeiten zwischen beiden Vereinen angesichts des ein oder anderen Spielerwechsels und auch der Trainerpersonalie Hannes Sigurdsson doch nochmal für etwas mehr Intensität in dieser Partie. Und es ging auch gleich mit einem Knallstart los für die Hausherren in Weiß. Dennis Ade zieht einen Freistoß aufs kurze Eck, den fischt Alexander Albern noch raus, aber die Kugel bleibt heiß. Und in der Mitte gewinnt Andrea Bosniak das Kopfballduell und netzt ein zur frühen Führung nach 4 Minuten. Auch in der Folge Wacker das dominantere Team. Sie schienen nahtlos an die 4:0-Gala zuletzt bei den Bayern anknüpfen zu wollen. Lukas Matzak verfehlt hier allerdings die Kugel. Und nach fuchsten sich dann auch die Gäste rein in dieses Match. Zunächst fehlte oft noch der letzte Pass, doch in der 23. Minute kamen sie durch. Erin Emirgan wird da perfekt freigespielt von Halit Yilmaz und vollendet gekonnt zum 1:1-Ausgleich. Pippins-Ried nun auf Augenhöhe und 5 Minuten später sogar mit der nächsten Chance. Lukas Schraufstetter setzt aber einen Kopfball nach einem Freistoß knapp vorbei. In der Viertelstunde vor der Pause versuchten die Gastgeber noch mal was zu initiieren, aber immer war irgendwie ein FCP-Abwehrbein dazwischen. Und die Nadelstiche des Aufsteigers blieben gefährlich, so auch in der 43. Minute. Kapitän Pablo Piegel setzt sich über links durch, Maßflanke auf Albano Gashi und der trifft per Kopf zum 2:1 für die Gäste. Partie gedreht. Gashi übrigens kurz zuvor noch behandelt und deshalb mit Turban unterwegs. In der Pause dann die Helden von vor 20 Jahren gesammelt auf dem Platz. Sie hofft natürlich auf eine Burghausener Steigerung im Durchgang 2. Und 5 Minuten nach Wiederbeginn rutscht der Ball auch durch zu Noak Baye, aber der Winkel nicht optimal und so kann Albern per Fußabwehr parieren. Wacker drückte nun auf den Ausgleich, aber weiterhin fehlte oft die letzte Präzision im Abschluss oder wie hier im Zuspiel. Und so lief in der 69. Minute ein Konter der Gäste. Francis Agbovo bedient Yilmaz und der markiert mit etwas Glück das 1:3. Die Vorentscheidung war das aber noch nicht, denn nur 2 Zeigeumdrehungen später gab es einen Handelfmeter für die Hausherren. Felix Bachschmied ließ sich diese Chance nicht entgehen. Nur noch 2:3 nach 72 Minuten, alles wieder offen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. In der 77. Minute schnuppert Burghausen nach diesem Freistoß von Ade am 3:3. Im direkten Gegenzug knallt Faton Cemaili das Leder an die Latte. Beide boten hier einen durchaus attraktiven Abschlusskick. Allerdings passierte in der Crunchtime nicht mehr viel. Es blieb damit beim Pippins-Rieder Sieg. Ja, ich denke, absolut grandiose Saison von uns. Und ehrlicherweise ist das Spiel jetzt heute nicht ganz so entscheidend gewesen. Das war ein schöner Sommerfußball für alle Zuschauer. Leider Gottes haben wir nicht mehr einen Punkt geholt oder auch gewonnen. Aber insgesamt ein wahnsinnig großes Kompliment an die Mannschaft, an den Staff. Und ich glaube, wir haben das sensationell gut gemacht. Absolut. Ich denke, wenn man hier in Burghausen 3 Punkte mitnimmt, dann ist es aller Ehren wert. Die Mannschaft hat sich das redlich verdient. Man muss auch sagen, wir sind sehr gehandicapt heute auch in die Partie gegangen. Deswegen ist das Ganze noch umso höher einzuschätzen. Wir haben heute mit Ahana einen Ersatzspieler drauf gehabt. Die anderen waren mehr oder weniger, konnten eigentlich nicht spielen. Am Schluss haben wir noch Alex Langen gebracht, obwohl es eigentlich nicht so ideal war. Man muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen für die gezeigte Leistung heute. Und ich denke, dass auch der Sieg verdient ist heute. Platz 3 in der Abschlusstabelle stand für Wacker Burghausen schon vorher fest. Deshalb diese abschließende Niederlage ist sicherlich verschmerzbar. Der FC Pippins-Ried krönt eine bärenstarke Runde mit den Saisonzählern 46-48 und letztlich Platz 13.